Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, noch einmal ein herzliches Willkommen zu pflegeunserezukunft.de. Wir haben in unserem letzten Video über das Thema Einsamkeit und Isolation in der Pandemie gesprochen. Ich wollte noch mal einen ganz kleinen Nachtrag dazu bringen. Für die Menschen, die an Corona erkrankt sind, gilt Folgendes. Es erfolgt durch den Arzt oder durch das Labor eine Meldung an das Gesundheitsamt, an den Infektionsschutz meist im Gesundheitsamt, der dann mit den betroffenen Personen Kontakt aufnimmt, telefonisch oder auch diese anschreibt. Und ich wollte das gerne einmal zeigen. Unsere Bewohner oder auch unsere Mitarbeiter, die erkranken, bekommen also Brief vom Gesundheitsamt. Und da steht auch eine Liste drin mit Telefonnummern für Hilfsangebote. Beispielsweise das Elterntelefon, das Müttertelefon, Gewalt gegen Frauen, Telefonseelsorge, Nummer gegen Kummer, das ist für Kinder und Jugendliche, aber auch ein Seniorentelefon, Pflegenottelefon, ein Hilfetelefon für Schwangere. Diese Liste können Sie gerne auf unserer Website downloaden. Sie können aber auch jeweils in Ihrem Kreis oder in Ihrer Stadt auf der Behördenseite diese Nummern einsehen. Das bieten also alle Kreise und auch Städte an. Und scheuen Sie sich nicht, selber oder auch für andere dort tätig zu werden. Hilfe in Anspruch zu nehmen ist durchaus etwas Positives und hat mit Mut zu tun, sich das einzugestehen und in Anspruch zu nehmen. Zögern Sie nicht und schauen Sie gerne darauf und nutzen Sie auch gerne diese Angebote. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald.